So, hallo Freunde, schöne Grüße hier von der Dachterrasse von Berlin. Hallo Herr Zittelmann. Hallo. Und jetzt reden wir einfach mal über die aktuelle Immobilienmarktsituation. Ist doch sehr angespannt, gibt ab und zu neue politische Entscheidungen. Und jetzt updaten wir mal zum aktuellen Stand. Ja, es sind jetzt ziemlich viele Vorhaben. Ich selbst bin ja hier in Berlin. Da ist es natürlich am drastischsten, weil da hat der Senat einen Mietenstopp beschlossen und einen Mietendeckel. Das ist zwar noch kein Gesetz, aber das Gesetz, das wird jetzt im Herbst kommen. Und das ist natürlich ganz brutal, weil dann dürfen sie erst mal für 5 Jahre die Miete nicht mehr erhöhen. Aber was noch schlimmer ist, selbst wenn Sie zum Beispiel einen Mietvertrag abgeschlossen haben, nehmen wir mal an, zum Beispiel für 15 Euro, ja, dürfen Sie den dann auf 10 reduzieren. Echt? Also das ist natürlich die brutalste Variante, wo das dann genau liegt, ob jetzt bei 10 oder woanders, das wird noch genau diskutiert. Aber Mietendeckel heißt also einerseits keine Mietsteigerung mehr, auch dann nicht, wenn Sie Staffelmietverträge haben oder indexierte Mietverträge, die gelten dann auch nicht. Ja. Und das ist eindeutig aus verschiedenen Gründen eine verfassungswidrige Sache, weil auch ein Bundesland gar nicht über so Sachen beschließen darf. Das darf nur der Bund. Ja. Mhm. Aber feststellen könnte das nur das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht. Und bis Sie da mal durchgeklagt haben, das dauert 5-6 Jahre. Mhm. Und dann sagen die sich, naja, wir machen das jetzt einfach mal. Die Mieter finden es natürlich zuerst mal gut, wenn sie sagen, Mieten steigen nicht mehr, kommt gut an. Und dann sagen die, wenn das in 5-6 Jahren dann da entschieden wird, dass es verfassungswidrig war, dann sind schon einige Wahlen wieder durchgegangen. Also das ist hier in Berlin eine ganz negative Sache. Aber es wird auch auf Bundesebene, können wir vielleicht noch sprechen, weil ja nicht nur Berliner zuhören, sind auch mehrere negative Dinge in Vorbereitung. Okay. Was ist auf Bundesebene zu erwarten? Ja, mehrere Sachen. Also einmal, das ist das sogenannte Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch. Ja. Das ist praktisch der Mietwucherparagraph und der kam bisher eigentlich nie zur Anwendung, weil da musstest du den Vorsatz haben, irgendwo eine Notlage auszunutzen. Okay. Und das soll aber jetzt geändert werden. Und zwar so, dass immer wenn 120% über der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet wird, dass es dann Mietwucher ist in dem Moment. Und es soll auch für Neubau gelten, und zwar in der Weise, wenn du jetzt erstmals neu vermietest, nachdem was neu gebaut wurde, dann soll es erstmal für 5 Jahre nicht gelten. Okay. Aber wenn dann der Mieter aussieht und du vermietest wieder, soll das gelten. Okay. Das ist natürlich völlig absurd, wenn das so kommen würde. Das ist jetzt noch nicht beschlossen zum Glück, aber ein Plan würde ja kein Mensch mehr bauen. Stellen Sie sich mal vor, Sie bauen und kalkulieren mit 15 Euro, vermieten es auch für 15 Euro. Dann zieht der Mieter aus nach 5 Jahren und dann dürfen Sie es nur noch für 10 Euro vermieten. Ich meine, da wird ja keiner mehr bauen. Ja. Da wird auch keiner mehr kaufen. Sowas. Ja, aber das ist so ein Gesetz, was in Vorbereitung ist. Ein anderes ist in Vorbereitung, das ist ein Gesetz zum Mietpreisspiegel. Bisher ist ja so, dass in den Mietenspiegeln die Mieten der letzten 4 Jahre zugrunde gelegt wurden. Und jetzt soll das verlängert werden. Das war mal 10 Jahre in Diskussion, 8 Jahre, im Moment ist es 6 Jahre. Der Mieterbund, der will sogar, dass praktisch alle Mieten, egal wann man vermietet hat, einbezogen werden. Ergebnis ist natürlich dann, dass die ortsübliche Vergleichsmiete gedrückt wird. Ja. Und das wiederum ist relevant, weil die ortsübliche Vergleichsmiete ist die Basis für die Berechnung bei der Mietpreisbremse. Ja. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die vorbereitet wird. Ja. Und, und dann wird auch gefordert von der SPD, auch bundesweit so einen Mietendeckel wie in Berlin einzuführen, einen Mietenstopp. Also das sind ziemlich viele negative Dinge in Vorbereitung. Hier in Berlin ist es mit Abstand am schlimmsten und deswegen ist auch so, dass die meisten, die bisher hier gekauft haben, jetzt nicht mehr kaufen. Okay. Wie sieht es dann ab dem 6. Jahr aus, also wenn die 5 Jahre Deckelung rum sind? Wie wird es dann weitergehen, wie bisher? Oder? Ja, das ist natürlich eine vollkommene Illusion. Ja, die sagen, wir machen das jetzt für 5 Jahre. Ja. Das wird auch erst mal für 5 Jahre beschlossen. Aber da kann ich jetzt schon vorhersagen, natürlich wird es nach 5 Jahren dann verlängert. Weil welcher Politiker stellt sich dann hin nach 5 Jahren und sagt, ich gebe jetzt die Mieten frei und positioniert sich damit in der Öffentlichkeit praktisch als mieterfeindlich, so wie das ja dargestellt wird. Also
damit rechne ich, wenn die FDP 51% der Stimmen bekommt. Ja, okay. Das kann ich aber nicht erkennen. Also ja. Insofern, das ist so eine Augenwischerei für 5 Jahre. Das haben die auch bei der Mietpreisbremse gesagt, wo die 2015 beschlossen wurde. Da wurde die ja auch erst mal für 5 Jahre beschlossen. Mhm. Und jetzt kaum, kurz bevor sie ausläuft, heißt, wir verlängern um 5 Jahre. Und das kann ich voraussagen, die wird dann auch noch mal verlängert. Und das wird jetzt bei dem Mietendeckel auch so sein. Also da muss man sich dauerhaft darauf einstellen, auf so eine Geschichte. Okay, und welche Handlungsweise kann man verfolgen, um sich vor den ganzen Thematiken zu schützen als Investor? Ja, nur bedingt. Also ich würde im Moment jetzt in Berlin nicht investieren. Ja, ist im Gegenteil, ich habe schon einiges verkauft und verkaufe auch im Moment noch weiter. Ja. Mhm. Man kann natürlich da investieren, wo man vermutet, dass die Regelung nicht so scharf durchgreifen. Also ich bin sowieso ein Anhänger davon, im Umland auch zu investieren, weil im Umland von den großen Städten, also nicht nur Berlin, auch Stuttgart oder München oder Hamburg, da sind sowieso in letzter Zeit also viele Mieter auch ins Umland abgewandert, einfach weil es in den Städten zu teuer geworden ist, weil da die Mieten und die Kaufpreise so stark gestiegen sind. Und deswegen ist meiner Meinung nach eine Chance so, wenn man im Umland investiert. Und da sind dann ja auch in der Regel diese ganzen Sachen etwas entspannter mit Mietpreisbremse und so weiter. Das gibt es auch da teilweise gar nicht in diesen Umlandregionen. Okay. Und wie schaut es aus, wenn man jetzt deutschlandweit sich orientiert, also zum Beispiel bei uns in Heilbronn, würden Sie da weiterkaufen aktuell, wenn man gute Schnäppchen macht oder auch nicht? Gut, in Heilbronn kenne ich jetzt nicht aus, aber sagen wir, es ist sicher immer gut, dass Sie in Heilbronn sind, wenn man da investiert, wo man einen Heimvorteil hat, wo man sich auskennt, wo man besser im Markt ist als andere. Ja? Das ist ja generell meine Meinung, wenn man immer da nur investiert oder das macht, was alle machen, das ist keine gute Idee. Also ich habe ja immer dann investiert, wenn irgendwo gerade andere nicht so investiert haben. Gilt jetzt im Moment für Berlin nicht, ja, aber zum Beispiel, ich verkaufe im Moment ein Haus, da bin ich dabei. Das habe ich gekauft 2009 und das war so auf dem Höhepunkt, wo die Finanzkrise gerade so voll am Laufen war und da war so ein halbes, dreiviertel Jahr, da hat praktisch niemand investiert. Ja, außer Sie. Das war, ja, niemand ist natürlich falsch, aber sagen wir, fast alle haben, oh nee, nicht. Und die Banken haben auch gar nicht so finanziert. Ja. Ja. Und da habe ich damals noch hier in Berlin hier in einer sehr, sehr schönen Lage zum 11,5-fachen was kaufen können. Mhm. Ja. Was natürlich heute entsprechend dann eher so zum 35-fachen verkauft wird. Ja. Also das ist immer nicht das machen, was die Masse gerade macht. Ja. Und im Moment denke ich zum Beispiel drüber nach, Reihenhäuser zu kaufen, neu gebaute Reihenhäuser, weil da hat man zum Teil sehr gute Quadratmeterpreise und vor allen Dingen, was ich gut daran finde, also ich habe schon früher manchmal Wohnungen gekauft, so Restanten, wo drumherum lauter Eigentümer waren. Okay. Weil ich es immer besser finde, als wenn alles nur Mieter sind, wenn da Eigentümer sind, weil die haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihrer Wohnung. Die pflegen und hegen das, die passen drauf auf. Und so ähnlich ist es jetzt, wenn Sie in einer Reihenhaussiedlung einzelne Reihenhäuser kaufen. Drumherum sind alles so Eigennutzer, also die das selbst bezahlt haben. Da ist also die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn es günstige Preise sind, dass es ein sozialer Brennpunkt wird oder so, sehr gering, weil ich habe noch nie vom sozialen Brennpunkt gehört, wo die meisten Eigentümer sind. Die sind sehr günstig, also die kann man zum Teil neu für 2.400 € Quadratmeter kaufen schon. Ja. Das ist echt extrem günstig. Ja. Weil die halt einfach gemacht sind. Da ist dann auch meistens kein Keller dabei. Die sind sehr einfach, aber gut, halt dann erschwinglich für Menschen. Die sind natürlich auch nicht mitten in der Stadt, die sind außerhalb. Aber das sind so Ideen, was nicht jeder macht unbedingt, aber wo ich zum Beispiel im Moment für mich, habe ich noch nicht gemacht, aber konkret drüber nachdenke. Okay. Und damals das Haus, was Sie zum Beispiel angesprochen hatten eben, war das dann irgendwie die Nadel im Heuhaufen damals oder gab es da viele Objekte in dem Einkaufspreissegment? Also das war natürlich, ich habe schon immer besonders günstig dann gekauft, ja, weil ich auch, sagen wir mal, eine andere Philosophie habe, was Makler anlangt. Viele, die wollen immer so bei der Maklerquotage sparen, ja, und das ist ja auch ziemlich viel. Das ist hier 6% plus Mehrwertsteuer, also praktisch über 7%, ja. Ich habe aber immer dem Makler gesagt, ich diskutiere nicht, ich zahle die volle Quotage.
Ja, weil dann muss man überlegen, wem wir da jetzt zuerst so ein besonderes Schnäppchen anbieten. Dem, der dann immer diskutiert und der versucht dann die Quotage zu drücken und so. Oder dem, der sagt, bei mir gibt es keine Diskussion, ich zahle die volle Höhe und ich überweise das gleich am gleichen Tag, wo wir die Beurkundung gemacht haben. Und da ist doch klar, dass dann der Makler eher auf Sie zukommen wird. Und das ist so, finde ich, manchmal kurzfristig gedacht, wenn einer sagt, ja, da will ich irgendwo 2-3% sparen. Gut, dann wirst du aber auch nicht derjenige sein, der die besten Angebote bekommt. Ja, klar, das stimmt. Alles klar, dann wollen Sie noch irgendwas ergänzend sagen zur aktuellen Marktsituation, oder? Ja, eigentlich nur, klar, sage ich schon seit längerer Zeit, sehr schwierige Situation in jeder Hinsicht. Aber trotzdem, ich habe ja jetzt gesagt, es gibt immer wieder irgendwo Chancen, wenn man sich umschaut. Aber das, was so normalerweise aufgerufen wird für mehr Familienhäuser jetzt in den großen Städten, also da zum über 30-fachen zu kaufen, würde ich persönlich nicht machen. Es gibt welche, die trotzdem da, sagen wir, dann irgendwo aufteilen und dann als Eigentumswohnung verkaufen. Und ja, für die sich das dann rechnet. Ja. Aber generell denke ich, wir sind eher am Höhepunkt der Preisentwicklung angekommen. Und wenn ich jetzt eine Prognose machen sollte, ob ich glaube, dass die Preise jetzt in den nächsten Jahren noch weiter steigen, so wie in den letzten Jahren, oder eher, dass sie deutlich sinken, dann würde ich sagen, ich glaube eher, dass sie deutlich sinken. Okay. Und dann ist es natürlich besser, wenn man dann kauft, als wenn man jetzt auf dem hohen Preisniveau kauft. Mhm. Alles klar, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung und viel Erfolg weiter. Danke.